Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Barbecue aus Baden. Heute gibt es bei mir ein überbackenes Schweinekotelett. Wie ich das gemacht habe, schaut es euch an. Viel Spaß dabei! Ja, heute gibt es ein überbackenes Schweinekotelett vom deutschen Landschwein. Natürlich benötige ich noch ein paar Zutaten dazu. Das ist einmal Liebstöckel, Kerbel, Petersilie, Knoblauch und zum Schluss noch ein gutes Öl. Die meisten wissen schon, was es dann gleich kommt. Zuerst werde ich aber Kotelett schneiden. Zeige ich euch mal kurz, was das für eine Qualität ist. Mein lieber Schwan, das ist mal eine Ansage. Jetzt schneide ich noch die Koteletts zu Ende. Noch eins mal kurz zeigen. Schöner Fettdeckel, bleibt das Kotelett auch schön saftig. Und jetzt das vorhin erwähnte, ich mache hier eine Kräuterpaste. Ich werde die Schweinekoteletts natürlich marinieren. Und da seht ihr schon, die Kräuter habe ich schon gezupft, Knoblauch drin, Öl dazu. Jetzt tue ich das kurz anmixen. Dann kommt ein guter Schuss Ahornsirup. Ahornsirup verleiht der Kräuterpaste so ein nussiges Aroma und rundet das Gericht ein bisschen ab. Durch den Knoblauch wird es halt recht scharf und das rundet es halt ein bisschen ab. Ja, die Kräuterpaste ist jetzt fertig. Die verteile ich jetzt gleichmäßig auf den Koteletts. Bis auch alles draußen ist, dann verteile ich schön, so wie ich es vorhin gesagt habe. Schön ein bisschen einmassieren und dann kommt das Ganze für 12 Stunden in den Kühlschrank. Und dann sehen wir uns wieder am Grill. 12 Stunden später sehen die Koteletts hervorragend aus, schön durchgezogen. Das riecht hier nach frischen Kräutern, ist echt der Hammer. Ja, jetzt werde ich sie nach und nach anbraten. Leg mal die ersten drei Stück drauf. Da müsst ihr nämlich echt dabei sein, weil die Hitze da unten drunter, die ist schon immens und wir wollen ja nicht, dass die Koteletts verbrennen. Und vor allem die Kräuter, wenn die zu dunkel werden, dann werden die echt bitter und das schmeckt echt nicht gut. Ja, ein paar Röstaromen können die schon vertragen. So, nach, ja, das heißt, das Ganze hat jetzt 4,5 bis 5 Minuten gedauert. Dann lege ich sie noch ein bisschen an den Rand. Ja, soll ja nicht verbrennen. Dann lege ich noch die restlichen zwei Koteletts drauf und brate die auch noch an. Ja, nachdem ich alle angebraten habe, da habe ich noch ein bisschen von der Kräutermarinade. Da streiche ich alle Koteletts nochmal ein. Das mache ich jetzt ein bisschen schneller. Jetzt muss ich auch wieder zurück auf den Grill. Ja, nachdem ich alle mariniert habe, lege ich den Pinsel mal zur Seite. Und wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt, habe ich die Koteletts noch nicht gewürzt. Ich habe so eine Salzmischung, da ist Orange und Minze noch dabei. Werde ich jetzt schön ein bisschen drüber drehen. Ein bisschen Geschmack muss ja trotzdem ans Kotelett. Ja, ist ja gleich passiert. Ja, ich habe mir beim Metzger meines Vertrauens so eine Kräuterbrät besorgt. Die streiche ich jetzt gleichmäßig auf alle 5 Koteletts. Das hat was mit dem Garverhalten zu tun, dass auch die gleichmäßig durchgart. So sehen sie dann aus. Dann kommt noch ein guter Schwung geriebener Bergkäse drauf. Das macht das Ganze noch ein bisschen würzig. Genauso wie ich es eigentlich mag. Das rundet das Gericht auch ein bisschen ab. So, nachdem das alles erledigt ist, kommen die Koteletts zurück auf den Grill, natürlich in den indirekten Bereich. Ja, noch ein bisschen Feintuning. Genau, so passt es jetzt. Dann lasse ich sie so, ja, so 4-5 Minuten schön angrillen. Und dann werde ich noch leicht Raucharoma dazu setzen. Jacobi Weinbrandchips sind das. Da braucht ihr auch gar nicht viel. Also ich mag es nicht so eingeräuchert. Ihr könnt ja nicht so viel dran machen, wie ihr wollt. Dann mache ich mal die Klappe auf. Ja, genau. Macht er. Ja, so eine halbe Handvoll auf die Kohle, das genügt mir vollkommen.
Ja, Deckel wieder zu. Dann seht ihr, wie das schon schön anfängt zu räuchern. Das Ganze hat jetzt so 25 Minuten gedauert. Dann sind die ersten schon fertig. Die waren ein bisschen dünner geschnitten. Und die anderen, wie ihr jetzt seht, die haben so 30, 35 Minuten. Die haben keinen Temperaturfühler drin gehabt. Da habe ich eingestellt bei 57 Grad. Und jetzt hole ich sie runter und lasse sie noch so 4-5 Minuten liegen, dass die Fleischsäfte im Kotelett wieder gleichmäßig verteilen. Dann kommt der obligatorische Mittelschnitt. Und jawohl, so muss das aussehen bei mir. Wunderbar rosa, super saftig. Die Brät hält super auf dem Kotelett. Der Bergkäse verleiht die nötige Würze. Und ich muss sagen, es ist ein einfaches, aber doch sehr harmonisches Gericht geworden. Leichte Schärfe durch den Knoblauch, eine gewisse Würzigkeit durch die Brät und durch den Bergkäse. Also ich würde sagen, zum Nachmachen auf jeden Fall empfohlen. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, könnt ihr das jetzt gerne tun. Kommentiert meine Videos, teilt sie. Würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ja, und gutes Räucherholz gibt es bei PGP Smokewood Gold, die Räucherholzmanufaktur. Den Link zum Online-Shop gibt es bei mir unten in der Infobox. Würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ich bin raus, euer Thomas. Tschüss.